Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, vom Gartensimulator. Ich habe jetzt einfach mal dreisterweise meinen Rasenroboter etwas lahmgelegt, ne, weil ich wollte jetzt hier ganz gern einfach mal weiterbauen. Denn es nützt ja alles nichts. Ich will hier das alles ein bisschen fertig machen, dass wir mindestens mal eine Reihe schön kriegen oder schöner kriegen. Ja, also eine Seite unseres Gartens. So, das drehen wir mal ein bisschen rum. Dieses Beet sollte ja ein bisschen größer sein als das andere, damit es nicht ganz so linear wirkt, ne? So, und ich würde sagen, das machen wir so. Das sieht doch schon ganz nett aus, würde ich sagen, ne? So, dann packen wir mal diese Steine. Haben wir hier schon welche? Nö. Packen wir einfach mal hier rein, die Randsteine. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz und dann zeige ich euch, wie es bis dato gewachsen ist, ne? Die Pflanzen, ja, bis auf die Stiefmütterchen, die brauchen ziemlich lange. Sind soweit schön gewachsen, gefällt mir. Ich habe jetzt hier noch einen Leberbalsam dazwischen gesetzt oder da ist er. Und dann habe ich mir überlegt, dass das hier mit dieser Hecke, also mit diesem Busch, das gefällt mir nicht so ganz richtig. Ich würde eher sagen, dass das eher was für so eine Ecken ist. Und da habe ich mir noch mal was gegönnt. Und zwar einmal so einen Tontopf. Das machen wir jetzt mal als allererstes. Den möchte ich ganz gern hier hinstellen. So, dann ist das nämlich geschützt und den stellen wir ruhig ein bisschen schief. Das finde ich völlig in Ordnung. Und dann würde ich da nämlich ganz gern, wenn es passt, ja, guck mal, auch einen Leberbalsam reinpacken. Ne? Der ist ja nach dem Tag fertig und dann sind wir damit auch durch. Hier oben habe ich auch noch mal welche rein, um halt diese 20 Blumen zu kriegen. Ne? Also ich denke, wenn wir jetzt nochmal auf die Hand gehen, das sieht ganz nett aus. Ja, also ich bin damit zufrieden. Das gefällt mir so. So wollte ich das ganz gern haben. Und jetzt habe ich natürlich noch so einen Pott über. Den stellen wir auch mal hier rein. So, denn habt ihr schon gesehen, da liegt noch ein Paket. Nämlich dieses Bananenhochbeet. Und ich wollte gerne mal wissen, wie das aussieht, ne? Dass wir hier jetzt vielleicht nicht nochmal so ein eckiges hinsetzen, sondern tatsächlich vielleicht mal, oh, wie schön, in der Form. Oh, das würde aber wahrscheinlich eher hier hinten hinpassen. Das ist ja riesig. Alter Schwede, das ist ja wirklich, ui, monströs. Ich würde sagen, da müsste das ja so hinkommen. Das sieht ja mal mega gut aus. Krass, sehr schön. Und da müsste man natürlich gucken, ob man hier hinter noch was setzen kann, ne? Passt du jetzt vielleicht noch hier hinter? Warte mal, da müssen wir ja wechseln. Ne? Dass wir das vielleicht so machen. Oh. Ja, ich glaube, das ist ganz nett so. Genau, und dann können wir hier vielleicht Gurken oder sonst was. Hier würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht großartig was hinsetzen, sondern das wirklich so lassen. Boah, ich glaube, das ist in Ordnung. Weil verschieben können wir es nicht mehr, ne? Also wenn es steht, dann steht's. Und dann ist das, ich finde es auch in Ordnung erstmal so. Das ist natürlich eine ganz feine Sache. Dann können wir hier ja unsere Blümchen noch mit unterbuttern, ne? Das war hier ordentlich. Oh, wundervoll. Also da hier geht es ja nur ums Freischalten erstmal, ne? Keine Sorge, das bleibt nicht so. Das ist ja mal mega. Also das gefällt mir. Hier würde ich denn nämlich ganz gern, ich hatte ja gesagt, hier soll ja die Grillecke hin. Hier mehr so die Sachen hinmachen, zum Beispiel unser Chili-Beet. Das möchte ich ganz gern denn auflösen. Dass wir hier so die Sachen reinsetzen, die wir zum Grillen brauchen, ne? Dass das thematisch ein bisschen zusammenhängender ist. Ja, das ist ja mal cool. Das wirkt ja mal richtig gut. Nee, dann würde ich hier tatsächlich doch noch mal so ein Holzhochbeet hinsetzen. Ich glaube, das macht tatsächlich mehr Sinn. Ja, ich glaube, die werde ich dann mal alle einzeln wegbringen.
So, Unkraut, ja, das ist ja noch im Gange. Na, dann können wir dieses Chili-Beet auflösen und da vielleicht ein anderes Gemüse reinsetzen. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Das ist ja mal cool. Warte mal, jetzt möchte ich hier gerne noch mal hier reingucken. Mache ich das hier gerade? Nee, ich mache die Kosmeen, ne? So, da brauche ich 20 Blumen. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir hier einfach mal noch mal ein paar. So, die können ja kommen, die können wir dann pflanzen. Und dann basteln wir die da erstmal rein und dann den Rest machen wir dann, wenn es schön werden soll, ne? Ich glaube, das ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal. Hier hatten wir ja überall Sprinkler drin. Wenn wir den vielleicht hier hinsetzen, müssen wir immer mal mit der Gießkanne gucken. Ja, guck mal, das überlagert sich wunderbar. Hoffe ich jedenfalls. Und wenn nicht, dann schubsen wir die halt so lange hin und her, bis es passt. Wir haben genügend. Ne? Es ist nicht so, dass wir keine haben. So, dann kommt der hier hin. Und dann würde ich sagen, damit wir die besser sehen, packen wir die hier auch mal raus. Ja, ich glaube, das ist okay. Und dann möchte ich ganz gern mal noch was ausprobieren, damit wir hier nicht zu viel Erde überall haben. Wir hatten nämlich noch nichts mit Rasensaat gemacht. Na, das würde ich ganz gern noch mal probieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel wir davon brauchen. Wir kaufen erstmal ein, ne? Wir kaufen erstmal nur ein. Dann haben wir nicht so wie hier die Erde drumherum, ne? Ich glaube, das könnte ganz nett sein. Und dass der Tag auch schon wieder fast gelaufen hier. Es geht ruckzuck. So. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, wie weit oder was diese Rasensaat mit uns hier macht. Aha, das sind also so kleine Felder. Also so wie wir das jetzt auch schon gesehen hatten. Ne? Wir nehmen das hier mal raus. Ja, ich glaube, das ist ganz. Ach so! Ach na, guck. Das ist ja ganz nett. Ich brauche nur einen Sack. Ach, gucke. Nett, nett. Wenn wir jetzt hier sagen, wir basteln hier auch noch mal ein bisschen Gras hin. Nee, dann haben wir ja hier den Pott. Nee, lass mal gut sein. Warte, dann können wir ja zum Beispiel das hier mal wieder schön machen. Ach, nett. Guck mal, dann können wir ja, weil ich ja hier dieses nette Problem habe hier hinten, ne, auch mit Unkraut, würde ich ganz gern hier das. Dass wir da noch mal gucken, dass wir hier wieder ein bisschen mehr Rasen haben, ne? Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache. Machen wir mal so, dass wir hier simulieren, da ist wieder Rasen, ne? Oh, das ist ja nicht schlecht. Das kann man durchaus machen. Ja, cool. Fein, fein. So, bevor wir hier in den neuen Tag starten, werden wir hier noch mal ein bisschen, ne, Pflanzi Pflanzi machen. Die müssen wir natürlich auch noch gießen. So. Ist immer nicht so schön jetzt hier, ne, wenn ich ja einfach nur für den Fortschritt das so mache. Aber ich denke, werden vielleicht viele von euch auch machen. Hier passt jetzt keine mehr hin, ne? Okay. Nur dann ist es so. Die sind ja ruckzuck durch. So, ihr braucht mal Wasser. Dann können wir ja auch hier hinten schlafen gehen, ne? So, wundervoll. Oh, das gefällt mir, dieses Beet. Davon werden wir auch garantiert noch eins platzieren. Das ist eine ganz nette Geschichte. Super. So, hier hatte ich gegossen, ne? Ja. Und dann können wir schlafen gehen. Feierabend. Tag 108. Oh, weia. So, dann gucken wir doch mal. Ja, total schön. So, hier müssen wir gießen. Na, da wird automatisch gegossen. Da braucht man nicht gießen. Ja, das ist doch mal cool. Und dann gucken wir mal. Müssen wir hier noch? Ja. Achso, die braucht man ja gar nicht gießen. Die ist ja nach einem Tag fertig. Oh, wir müssen schon wieder Rasen mähen. Oh Mann. Ja, dann müssen wir den Roboter doch starten. Ich wollte jetzt nämlich gucken, ob das was gebracht hat. Ja, guck mal, wir brauchen nur noch zwei. Haben wir noch zwei im Inventar davon? Ja, hervorragend. Das ist gut. Dann würde ich sagen, ernten wir den Leberbalsam.
Die Stockrose wollen wir nicht pflücken. Und setzen hier gleich nochmal neu rein. Oh, das ist schön. Ich glaube, den lassen wir da auch drin. Wenn wir da was anderes noch mit reinkriegen, heißt das natürlich, ne? Das ist ja cool. Ja, sehr schön. So, dann muss ich meine Zäune hier noch machen. Das Beet hier werden wir natürlich auch noch ja, bepflanzen und schöner machen. Das versteht sich von selbst, ne? Aber wie gesagt, da möchte ich gerne erstmal noch die ganzen anderen Blümchen dafür freihalten. Also mir gefällt das so. Ne, wenn wir jetzt hier noch die, vielleicht eine Cosmee oder hier so eine Marguerite dazwischen setzen. In der Hoffnung, dass es passt. Aber wie gesagt, ich will noch die anderen Blümchen erst fertig kriegen. Und jetzt sind wir einfach mal ganz dreist und schlafen einfach nochmal. So, dann müsste das jetzt ja unter Umständen hoffentlich gereicht haben. Hat das nicht gereicht? Ach nee, komm. Irgendwie zählen die nicht so richtig, ne? Warte mal, jetzt müssen wir hier nochmal 20 Blumen. Das finde ich jetzt wieder komisch. Weil vorher hat es ja auch gezählt, wenn ich die geerntet habe. So, dann nehmen wir die raus. Und dann pflanzen wir da hinten nochmal neue rein. Oder... Ach, wisst ihr was? Weil wir es haben, nehmen wir den noch dazu und wir bestellen uns einfach noch einen. Wir können da ja rausnehmen, was wir wollen. Ich finde diese kleinen Tontöpfe super. So, dann würde ich sagen, packen wir mal die Stiefmütterchen. Packen mal die Blumen hier oben hin. Und das ist ja eher so Kräutergedöns hier, ne? Muss ich mal gucken, ob das hier aufgeht. So, dann haben wir zwei Pötte und zwei davon. Und dann müssen wir mal gucken. Wir stellen die jetzt einfach erstmal hin zum Freischalten. Ne? So. Doch, hat geklappt, ne? Wieso kriege ich hier keins rein? Zwei. Stellen wir mal dahin. Warte mal, das Raster mal ausschalten. Wieso kriege ich hier keinen rein? Hier ist einer drinne jetzt, oder? Nee, hat nicht geklappt gehabt. Moment, da war es doch gerade. Hallo? Oh, hier musst du manchmal wirklich... Oh, der wird schön groß. So, guck mal. Wenn wir die jetzt gießen, dann müsste das doch jetzt endlich mal gut sein. Ich hoffe doch nicht, dass die unterschiedliche Blumen meinen, ne? Manchmal muss man sich hier echt durchtöpfen. Dann sich hochbeeten und töpfen. Ja, müsste doch jetzt klappen. So, jetzt nochmal. So kann man die Tage natürlich auch rumkriegen, ne? Ach komm. Jetzt hat's gezählt. Sehr gut. Ach, Halleluja. Haben wir endlich die Kosmeen. 13 Tage. Alter Schwede. Oh, die sind teuer. Aber nützt alles nichts. Wir wollen sie haben. Jetzt haben wir erstmal 5, ne? Und ich glaube, für den Erfolg brauchen wir noch ein bisschen mehr. War das nicht irgendwie mit 20 oder so? Oh Mann. Ich muss hier mal ein bisschen dranbleiben mit meinem Unkraut. So sitze ich ja wieder die nächsten 20 Tage und ja. Ach, ich sag's euch. Alles nicht so einfach. So, dann gucken wir mal, wie groß die sind. Oh, so klein. Ich dachte, die sind größer. Aber guck mal, dann können wir hier eine hinsetzen. Warte mal, das war doch hier ganz nett eben. So. Ja, dann kannst du gießen, genau. Warte mal, hier war doch eben eine... Ach so, auf dem Stein. Nee, auf dem Stein ist natürlich blöd. Aha. Wir gucken natürlich, dass wir die hier irgendwie so schön mit runterkriegen, dass wir schön bunt alles haben, ne?
Hier hinten möchte ich ja auch gerne noch was. Ja, guck mal, endlich kriegen wir was gefüllt. Warte, hier war es doch gerade. Oh, eine weiße. Das passt natürlich super hier zwischen die pinken. Das ist fein. Ja, ich würde sagen, hier beim Unkraut mal mit hin. Oh, wie schön. Na, das gefällt mir. So, warte, komm. Hier war es doch gerade. Ja. Die verteilen wir mal wunderbar. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man hier noch mal eine zwischenkriegen würde, ne? Kriegen wir hier noch eine hin? Ne, erst so weit drüben, ne? Hier wäre nett gewesen. Okay, dann nicht. Dann gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch dazwischen packen können oder dazu packen können. Oh, nichts. Gar nicht so einfach hier, sage ich euch. Na gut, das ist halt auch sehr schmal, das Beet, ne? Das ist ganz nett. Ja, cool. Da hätten wir eine. Ja, da hatten wir ja schon eine drin. Sehr cool. Na, das gefällt mir ja mal. So, dann würde ich aber sagen, packen wir hier noch eine hin. Und vielleicht hier wirklich so mitten rein. Wie gesagt, ich möchte es halt bunt haben, ne? Oh, wundervoll. Das ist ja mal cool. So, jetzt müssen wir mal gucken. Eins haben wir noch zum Freischalten. Nämlich die Tulpenzwiebeln. Und dafür muss man ein Feld mit 20 ausgewachsenen Kosmenen haben. Ja, das dauert dann halt, ne? Das können wir ja nicht in so ein Hochbeet machen. Jetzt überlege ich, ob wir vielleicht mit den Kosmenen... Warte mal, wir hatten jetzt, wie viel hatten wir denn jetzt? 5 oder 10? Ich weiß es nicht. 10 hatten wir, ne? Okay, pass auf, wir machen jetzt mal so. Wir haben ja hier noch unser Beet, ne? Dann gucken wir mal, ob wir das da irgendwie mit unterkriegen. So, hier nebenbei ein bisschen Unkraut. Mm. So, und eins noch. Jawohl. Guck mal. Das ist doch schön. So, bei den Kosmenen hätte ich jetzt echt gedacht, dass die ein bisschen buschiger sind, ne? Dass die nicht ganz so einzeln stehen. So, guck mal. Hier kommt da bestimmt auch noch... Ja, warte, warte, da war's. Da. Ach, ich liebe Kosmenen. Haben wir bei uns auch. Sogar wild, einfach so. Die vermehren sich von ganz alleine. So, guck mal, haben wir das? Jetzt überlege ich ernsthaft, ob ich hier einfach noch ein paar mehr hinsetze. Da, falls die wieder nicht richtig zählen, ne? Hm. Die bringen ja dann ordentlich Kohle wieder, ne? Und wir haben es ja. Was meint er? Wie viel kriegen wir noch hin? 5, 6, 7? Komm, macht ja nichts. Bringt ja Geld. Bringt Geld. Setzen wir einfach dazu. Alles für die. Was war das jetzt? So, warte mal, dahin. Ach, wir nehmen mal so. Alles für die Tulpen, ne? Und dann haben wir alle freigeschaltet. Das ist doch eine nette Geschichte. So, hier müssen wir auch nochmal Sprinkler reinsetzen überall, ne? Wirf mir die Kiste bitte nicht auf den Kopf. So, sehr gut. Jetzt kommen die hier einfach noch mit hin. Dann haben wir ein paar mehr. Uff. So. Na komm. Hier passt doch garantiert noch was mit hin. Oh, guck mal. Dann haben wir die. Da müssen wir noch gießen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg. Ne? Dann haben wir hinten dieses Hochbeet hingesetzt. Dann würde ich nämlich ganz gern auch in den nächsten Folgen mich mal noch so ein bisschen mehr, hier können noch Mais hin und alles, ne? Vielleicht noch mal so ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was hier diese Bausachen angeht, ne? Das war hier mit diesen Holzstützen und Holzrampen und was weiß ich nicht was. Holzbalken, Holzstütze, ich weiß ja nicht, was wir mit den Balken machen sollen. Ne, Holzstütze niedrig.
Wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. So eine Art Baumhausbau oder so. Das hier könnte ich mir ganz nett vorstellen, ne? Für unsere Sitzfläche. Ja, sehr cool. Also Hochbeet-Banane haben wir jetzt gesehen. Ist ein Traum. Absolut schön, gefällt mir sehr gut. Ja, da würde ich sagen, schmeiße ich mal meinen Trimmer wieder in Gang. Nehme hier die Töpfe aber vorher mal weg, damit die nicht blockieren. Ja, komm, die setzen wir einfach hier drauf, weil finde ich ganz nett. So, ist das nämlich auch ein bisschen begrünt da oben, ne? So, guck mal, hier auf die Ecke könnten wir einsetzen. Drehen wir den mal so ein bisschen rum. So, darf's nur nicht gegenkommen, ne? Dann fallen die runter. Ja, sehr cool. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir waren recht erfolgreich in dieser Folge. Und ja, ich finde, es nimmt langsam Gestalt an hier, ne? Kann man durchaus so machen. Gut, dann werde ich meine Zäune hier aufräumen. Den Trimmer, wo haben wir den? Hier, F, bitte weitermachen. In Gang werfen, meine Zäune aufräumen. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ihr denn mögt, in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Also, bis dahin einen traumhaft schönen Tag, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.